Ein schwarzes Loch nähert sich der Erde und löst bei vielen Menschen Schrecken aus, da es die Erde auslöschen könnte. Forscher haben dieses riesige schwarze Loch in einer weit entfernten Galaxie entdeckt, wie die Royal Astronomical Society berichtet. Die Galaxie, etwa 657 Millionen Lichtjahre entfernt, wurde ursprünglich als Radiogalaxie eingestuft, aber nach Beobachtungen einer 90-Grad-Drehung neu klassifiziert. Die Ursache für diese Drehung ist noch unklar, wobei einige vermuten, dass sie durch eine Kollision mit einer anderen Galaxie oder durch außerirdische Technologie verursacht worden sein könnte. Das beruhigende Phänomen hat die Aufmerksamkeit der wissenschaftlichen Gemeinschaft auf sich gezogen, die nun intensiv daran arbeitet, die genaue Ursache der Drehung und die möglichen Auswirkungen auf unser Sonnensystem zu ergründen. Die Entdeckung dieses schwarzen Lochs und seiner ungewöhnlichen Bewegung bietet zudem eine Gelegenheit, mehr über die Dynamik von Galaxien und die Rolle von schwarzen Löchern im Universum zu erfahren. Während die Entfernung zwischen dem schwarzen Loch und der Erde enorm ist, bleibt die Erforschung solcher Phänomene von großer Bedeutung für unser Verständnis des Kosmos und der potenziellen Bedrohungen für unseren Planeten.